Denn habe nicht richtig dieses Seil, also bin nicht richtig auf dieses Seil gesprungen, habe mich aber dennoch festgekrallt, bin dann den kompletten Berg runter am Seil gehangelt und meine Beine schlitterten den Reifenberg runter. Aber ich habe nicht losgelassen, als ich unten war, und ich bin dann den ganzen Berg wieder hochgeschlittert. Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es den Erinnerungstag. Ja, richtig gehört. Es gibt mal wieder einen Tag auf meinem Kanal. Das habe ich schon super, super lange nicht mehr gemacht. Fiel mir halt gerade auf, und das ist auch eher so ein Ding, dass jüngere YouTuber, also YouTuber, die jetzt gerade einen YouTube-Kanal gestartet haben, die fangen halt immer meistens mit Tags an. Gibt es heute mal den Erinnerungstag. Auf Englisch heißt der Throwback Tag. Aber da ich den aus dem Englischen übersetzen werde, heißt der jetzt einfach für mich der Erinnerungstag. Ich werde ein paar witzige, nette Fragen für euch beantworten, und ja, wenn ihr Interesse an diesem Video habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt. Aber vorher habe ich noch eine Frage an euch, denn aktuell, wenn ihr dieses Video seht, befinde ich mich in Urlaub, und ich habe ja schon meinen letzten Urlaub für euch komplett mitgefilmt. Also gebt diesem Video einfach mal gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr wieder ein Follow Me Around sehen wollt von mir und daran interessiert seid und euch einfach mal zeige, was ich erlebt habe und was ich so gefilmt habe. Also, wie gesagt, aktuell, wenn ihr dieses Video seht, bin ich in Urlaub. Und wenn ihr Bock auf diese Idee habt, wenn ihr Bock auf ein Follow Me Around habt, gerne einen Daumen nach oben, damit ich das sehe. Ja, fangen wir gleich an mit der ersten Frage des Throwback-Tags. Und zwar, in welchem Jahr bist du geboren? Ich bin, und das werde ich wirklich sehr oft gefragt, wie alt ich bin. Leute, ich weiß, dass ich aussehe wie 16. Ich weiß es. Freue mich umso mehr darüber, dass ich jünger aussehe und nicht älter. Wisst ihr warum? Weil irgendwann in 5 oder 6 Jahren werde ich mich freuen, dass ich so jung aussehe. Und zwar bin ich in dem Jahr 1996 geboren, im August, um genau zu sein. Und das bedeutet, ich werde dieses Jahr 21. Siri ist gerade angegangen. Okay, Siri. Hast du irgendwelche Fotos von dir, wo du jünger warst? Ja, natürlich habe ich Fotos von mir als Baby oder so. Das ist zum Beispiel hier ein Foto, da war ich, keine Ahnung, Baby. Ich bin so schlecht im Erraten von Kinderalter, also von Kindesaltern, dass ich das lieber lasse. Also ich war da irgendwo jung, auf jeden Fall. Mit welchen TV-Shows bist du aufgewachsen? Ja, die bekannteste, glaube ich, Wetten, dass. Das habe ich halt wirklich immer einmal im Monat mit meinen Eltern zusammen geguckt. Ansonsten natürlich mit den Standard-Kinderserien. Also, was habe ich denn damals geguckt? Oh, mir fällt auf einmal so vieles ein. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt, aber ich habe zum Beispiel die wilden Hühner geguckt. Die habe ich total gesuchtet. Also die wieder wilden Hühner habe ich geguckt. Die wilden Kerle habe ich geguckt und total gesuchtet. Ich wollte damals immer Vanessa sein. Ja, was habe ich noch gesuchtet? Die Pfefferkörner, TKKG, Schloss Einstein, all diese alten Kinder. Oder die Kinder vom Süderhof, die habe ich auch total geguckt. Das sind alles so alte Serien. Die kennt heute, glaube ich, kein Schwein mehr. Aber das habe ich damals geguckt. Was wolltest du werden, als du jünger warst, und willst du es immer noch werden? Also damals tatsächlich als 6-, 7-, 8-Jährige wollte ich unbedingt Sängerin werden. Und ich muss sagen, ich reizt mich der Gedanke immer noch total, weil ich bin halt immer noch der Typ, der gerne mit Medien und Social Media zu tun hat. Deswegen logischerweise auch einen YouTube-Kanal. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile noch in diesen Part mit Gesang reingehen würde. Mir macht es zum Beispiel übel Spaß, vor der Kamera zu sitzen und einfach Comedy-Videos zu drehen oder halt mit euch zu labern. Also, ich weiß nicht. Ja, YouTube füllt das Ganze eigentlich ziemlich gut aus. Also, ich bin wirklich ein glücklicher YouTuber, würde ich mal sagen. Das Peinlichste, was du jemals gemacht hast? Und darauf weiß ich eine klare Antwort, weil ich weiß echt nicht mehr, was mich da geritten hat, was ich da, warum, wie, keine Ahnung, aber ich habe in der 4. Klasse, das weiß ich noch ganz genau, dass es die 4. Klasse war, weil ich da mal übelst gemobbt worden bin, natürlich, Alter, ich hätte mich damals selbst gemobbt dafür. Ich habe Hundefutter gegessen und das war ziemlich eklig und das habe ich vor der Klasse getan und das war so peinlich und so ekelhaft und also nicht dieses Nassfutter oder so, sondern einfach dieses Trockenfutter halt, ne?
Ja, ich habe Trockenfutter vor der Klasse gegessen. Das hat mich auch noch wirklich bis zur 10. Klasse verfolgt. Aber das war wirklich eklig und wenn ich das ändern könnte heutzutage, würde ich das definitiv ändern. Jetzt steht die nächste Frage. Lese etwas, was du geschrieben hast, als du im Kindergarten warst. Weil logischerweise, ich konnte da noch nicht schreiben. Aber ich habe meine Mutter halt ganz oft irgendwelche Bilder von mir geschenkt. Aber leider sind die mittlerweile alle weg, verschwunden. Ja, ansonsten hätte ich die euch gerne gezeigt, aber so habe ich leider nichts. Deine drei Songs, die du gehört hast, als du ein Kind warst. Oh, cool. Einmal waren das hier das Lied. Das habe ich damals als Kind gehört, zum Beispiel, ganz oft. Fiederalala, fiederalala, fiederalala. Der Bräutigam nicht und sie war die Braut. Fiederalala, fiederalala. Das zweite Lied, was ich gehört habe, das Lied habe ich auch richtig oft gehört als Kind. Oh, da kommen richtige Kindheitserinnerungen ran. Einige von euch wissen nicht, wer ich bin. Na dann passt mal auf. Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund. Baby Blocksberg, du kleine Hexe, komm und zeig uns, was du kannst. Baby Blocksberg habe ich auch richtig oft geguckt. Und mein dritter Song, den ich wirklich immer auch gesuchtet habe. Oh, da kommen wahrscheinlich bei einigen von euch wirklich schon Kindheitserinnerungen hoch. Heidi. Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi. Heidi. Denn hier oben bist du zu Hause. Was war das witzigste Kostüm, das du damals an Halloween getragen hast? Und das war tatsächlich mit 13 oder so. Da habe ich einfach, das war eigentlich gar nicht so spektakulär, als ich hatte Dracula-Zähne drin und so einen Umhang an. Nur das Ding war, dass wir halt von Haus zu Haus gegangen sind und ich hatte halt so eine Flasche mit Traubensaft oder so und das sah halt ziemlich eklig aus, dadurch, dass wir das irgendwie auch noch so dickflüssig gemacht haben oder so. Und dann bin ich einfach da durch Haus zu Haus gegangen, habe von diesem Traubensaft getrunken und jeden, also die Leute, bei denen wir geklingelt haben, habe ich halt immer gefragt, ob die einen Schluck haben wollen. Ja, wollte niemand, aber das war wirklich ziemlich peinlich. Das war, nee, das würde ich heutzutage echt nicht mehr machen. Eine witzige Geschichte, die dir passiert ist, als du jünger warst. Eine witzige Geschichte. Oh Gott, ja. Also, meine Eltern waren damals in Schloss Dankern gewesen. Das ist so ein ähnlich wie, irgendwie so ein Feriendings. Keine Ahnung, so ein Ferien. Freizeitpark für Kinder sozusagen. Da hat so ganz viele Spielplätze und da konnte man drauf gehen. Und wie alt war ich? Ich glaube, ich war 12 und mein Bruder war damals 10. Und da war so ein riesengroßer Reifenhaufen. Also das war so gestapelt mit Reifen. Und da waren halt zwei Reifentürme. Quasi hier war ein Turm und da war ein Turm. Und in der Mitte war so ein Seil. Und da konntest du nach ganz oben gehen und dich mit dem Seil halt so zur anderen Seite quasi befördern. Man hat dann halt immer so ausgetestet, wie weit man gehen konnte. Und mein Bruder ist dann irgendwann von ganz oben gesprungen und gut auf der anderen Seite gelandet. Und weil ich dachte so, nee, das kann ja nicht sein. Also ich habe mich das eigentlich nicht so getraut. Ich bin immer schön von der Mitte gesprungen. Und irgendwann habe ich halt gedacht, nee, das kann nicht sein. Was mein Bruder kann, das kann ich auch. Bin dann oben, ganz oben auf diesen Reifenhaufen gegangen. Bin dann abgesprungen. Und ich habe so eine spektakuläre Sturzlandung hingelegt. Denn ich habe nicht richtig dieses Seil, also bin nicht richtig auf dieses Seil gesprungen. Habe mich aber dennoch festgekrallt, bin dann den kompletten Berg runter am Seil gehangelt und meine Beine schlitterten den Reifenberg runter. Aber ich habe nicht losgelassen, als ich unten war und ich bin dann den ganzen Berg wieder hochgeschlittert. Und als ich unten war, hat Janik dann gerufen,
ich soll loslassen und das habe ich dann auch getan. Aber ja, ich habe da wirklich mich auch verletzt, ne? Also ich hatte eine Hose an und diese Hose, die war hier komplett eingerissen. Und an dieser Stelle des Beines kann ich halt immer noch nicht spüren. Das ist wirklich ohne Scheiß so heftig gewesen, dass es mir meine kompletten Nerven zerstört hat dort. Und hier oben am Bein, da kann ich so da draufhauen, wie es geht. Ich spüre nichts. Und das ist schon echt ziemlich krass. Gibt es spezielle Dinge aus deiner Kindheit, die du aufbewahrt hast? Muss ich jetzt gerade mal gucken. Ja, und da waren schon die ersten Sachen. Ich habe gar kein Nintendo DS mehr, aber habe noch Nintendo DS-Spiele. Ein altes Kinderbuch von mir. Und zwar habe ich noch eine richtig alte Medaille. Die habe ich damals beim Schwimmfestival gewonnen, weil ich beim Schwimmwettkampf den dritten Platz gemacht habe. Und dann habe ich die Bronzemedaille bekommen. Und da war ich 10, glaube ich. Ich glaube, das war 2007. 2007 oder 2006. Auf jeden Fall habe ich den dritten Platz gemacht. Und das Band ist natürlich mit der Zeit irgendwann verloren gegangen. Aber ich finde das ganz witzig. Ich sehe das gerade. Ich habe hier hinten meinen Namen drauf geschrieben. Du hast etwas sehr Merkwürdiges gemacht, als du ein Kind warst. Ja, ich habe immer Aufmerksamkeit gesucht. Ich war immer ein sehr aufmerksamkeitsbedürftiges Kind. Und wenn ich keine Aufmerksamkeit bekommen habe, dann habe ich es mir halt irgendwann geholt. Und das war irgendwann richtig komisch. Und zwar die Zeit, als ich 12 und 13 zum Beispiel war, habe ich einfach grundlos immer und überall geheult. Ich habe einfach immer geweint. Ich habe keine Ahnung warum, es gab keinen Grund dafür, aber ich habe einfach immer geweint. Es hat gereicht, mich einfach in dieser Zeit anzustupsen und ich habe geheult. Das war eine wirklich sehr komische Zeit, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das dadurch kam, dass ich so langsam in die Pubertät kam, aber irgendwie ist das für 12, 13 auch noch ein bisschen früh. Keine Ahnung, ich war ein komisches Kind. Was war das Gruseligste, an das du dich erinnern konntest, als du ein Kind warst? Damals als Kind gab es immer so einen Ferienpass. Ich weiß gar nicht, ob es sowas immer noch gibt, aber den hast du halt in den Sommerferien bekommen und da konntest du halt mit diesem Ferienpass, konntest du halt im Sommer solche Events machen. So, und da war halt auch so eine Gruselnacht bei und da bin ich dann auch hingegangen, nur Janine ist einfach der übelste Schisser, war ich auch damals und da sind wir halt nachts, es war halt schon dunkel, sind wir, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das da schon dunkel war, keine Ahnung, für mich war es halt übel dunkel und übel spät, sind wir dann halt die ganze Zeit so rumgelaufen und da kamen dann halt Leute aus Gebüschen und so weiter und ich fand das so gruselig. Und danach hat man halt in einer großen Turnhalle geschlafen. So, und ich fand das so gruselig, dass ich mir da ernsthaft in die Hosen gemacht habe. Was irgendwie nicht so witzig war, aber ja. Ich hab das war richtig gruselig. Also, ich weiß nicht. Grüße an die Leute, die damals mit mir da draußen waren. Das war echt das Gruseligste, was ich je gemacht habe. Wie hat sich die Welt in dein Leben verändert, seit du ein Kind warst? Natürlich, die Welt verändert sich, wenn ich das jetzt vergleiche, heute versus vor 10 Jahren. Ja, es sind viele schöne Dinge passiert. Es sind auch Leute von uns gegangen, die wir gerne hätten behalten wollen. Ja, Leute kommen, Leute gehen aus deinem Leben. Viele alte Freunde verloren, viele gute alte Freunde verloren. Ja. Irgendwo ist das halt so ein Geben und Nehmen, denke ich mal. Und da muss irgendwie jeder durch. Ich bin froh natürlich, dass ich noch ein paar Kontakte aus meinem alten Leben, sag ich mal, zu Hause, aus meinem alten Dorf habe. Aber so wirklich viel ist das nicht mehr, sag ich mal, 90% der Leute, die ich damals als gute Freunde gesehen habe, sind nicht mehr da. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr sagt, cool, Text kannst du öfter mal machen, schreibt es mir unten in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen nach oben, damit ich sehe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mich noch nicht abonniert haben solltet, könnt ihr das auch gerne einmal hier kostenlos tun. Würde mich natürlich auch wirklich sehr freuen, wenn ihr sagt, ich möchte keine Videos mehr verpassen. Ansonsten kommt ihr in der Infobox und hier oben zu meinem letzten Video. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wenn ihr euch das nochmal reinziehen würdet. Es geht da um ein Thema, was ich mal so näher hinterfragt habe. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.
Macht es nicht gut, macht es besser. Und ich tagge natürlich alle, die dieses Video schauen. Ja, wenn ihr Bock habt, macht diesen Tag doch auch. Könnt mich gerne auch in der Infobox verlinken dann, wenn ihr Bock habt. Ja, ansonsten macht es nicht gut, macht es besser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!